So, meine Freunde, was geht? Willkommen zu Mario Kart Arcade GP, wenn das der letzte Part ist. Ich weiß es nicht. Freunde, willkommen auf jeden Fall. Rainbow Cup, weiter geht's mit dem Special Rainbow Cup. Ich weiß nicht, ob es der letzte Part sein wird. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, hier gibt's ja noch einmal... Gibt's ja noch eine Reihe, wie gesagt. So, Poison Mushroom. Plus, das kann ich ja vorne und hinten werfen. Eigentlich wäre das Beste, wenn ich jetzt hier noch den Tornado nehme und... Was hier? Sehr schön, komm. Tox Banana Shot Plus. Okay. Also ich glaube, da müssen wir nochmal die alle 6 Cups irgendwie fahren oder so. Naja. Na dann, let's go. Auf jeden Fall, die Musik ist hier sau chillig. Die finde ich absolut nice. Die bockt halt einfach. Die ist halt echt cool. Das ist so das Besondere. Das ist komplett besonders an dieser, an diesem Cup. Die Musik, die ist halt einfach richtig geil, finde ich. Ich finde, die Musik ist einfach Weltklasse. So, hier kommt eine starke Kurve. Schön zum Driften. Einer ist auf jeden Fall hinter mir. Direkt hinter mir. Vor dem muss ich aufpassen. Fuck. Als ob ich den nicht getroffen habe. Hey, wo ist der hin? Ist der unsichtbar geworden? Tatsache, der hat sich unsichtbar gemacht. Ja, der hat einen Invisible Mushroom. Tatsache, der hat den immer noch. Nein, das wollte ich nach hinten werfen. Komm her. Mario. Als ob er die ganze Zeit solche... Invisible Mushrooms bekommt. Und als ob ich den die ganze Zeit nicht getroffen habe. Ich bin, glaube ich, Zweiter, die muss ich auf jeden Fall neu fahren. Aber die Strecke hat noch ein paar Items. Ja, und er klaut die mir, dieses dreckige Arschloch. Mann, muss ich jetzt so scheiße driften auch noch? Das ist so ein Arschloch, der Typ, einfach nur. Der ist so ein Lack. Das gibt's gar nicht. Muss man einfach mal so an der Stelle sagen, du Lackersohn. Fängt ja schon mal gut an, der Part. Finde ich echt geil. Ey, meine Güte. Fängt super an. Hammergeil. Aber wenigstens gibt es hier keine Limitierung von Items. Das ist wenigstens gut. So, der Poison Mushroom nehme ich mal mit. Weil den haben wir noch gar nicht richtig gesehen, weil es ja nie getroffen hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier das nochmal fahren müssen, weil das ja unbedingt so viele Plus-Items haben musste. War so notwendig. War ultra notwendig, dass man diese ganzen Items da in Plus hat. Das Law of the Bag und sowas. Das brauchte man unbedingt in Plus. Obwohl es gar nichts verbessert. Aber so ein scheiß Feinmaschum. Ja gut, aber das war ja auch ein Boss-Item. Wenn man es mal so sagen kann. Oder ist das so ein Challenge-Item? Challenge-Game-Item? So, wir haben einen gewissen Abstand. Ich hoffe, ich behalte den. Gut, abgesehen von dem zweiten. Der ist immer... Der ist immer neben einen, kann das sein? Ich
Müssen wir irgendwie hinkriegen, dass der... dass der auch einen gewissen Abstand zu uns hat. Ja, dann soll er mich mal kurz überholen, dieses Arschloch. Jetzt muss ich den nur treffen. Ja, genau, in der Sekunde geht er nach links. Du bist so ein Lacker, du Tunte. Du bist ein richtiger Lacker, weißt du das, Bro? Wetten, dass da jetzt kommen, wo ich den Thunderstick nicht mehr hab. Fuck. Ist das ein Trottel? Nein! Mann, so ein Bastard! Mann! Komm, treffe ich dich? Ja! Geil! Das war so skillig, Alter. Das gibt's gar nicht. Aber das hat auch sowas von verdient. So, sehr schön. Haben wir die erste Runde gewonnen. Tox Banana Shot Plus. Jetzt gibt's auch noch die Time Bomb L Plus. Ja, wofür? Warum nicht gleich so? Ja? Die Time Bomb L ist doch viel besser als die S. So, Round 2. So, Tox Banana Shot. Dann nehme ich das noch mit. Den Tornado Bomber auch auf jeden Fall noch. Sehr schön. Komm. Also ich werfe echt kein... Ich werfe wirklich nicht gerne Items nach hinten oder so, weil die bringen halt nicht viel. Die sind halt nicht so krass gut. Warum sind solche Items, wo man eigentlich zielen kann? Die zielen ja automatisch auf den Gegner. Die sind ja eigentlich besser. Aber wirklich, ich finde eigentlich das cool gemacht, dass das eigentlich... Also, dass jeder Cup so eine spezielle... einen speziellen Stil hat. Also Rainbow Cup, da gibt es ja nur solche Rainbow-Strecken. Und DK Cup, da gibt es nur solche DK-Strecken. Und bei Mario Cup halt nur Mario-Zeug da. Also ich finde es cool, dass es solche Ziele, Stile gibt. Ja, das finde ich cool gemacht. An sich an dem Spiel. Aber wie gesagt, das sind halt immer dieselben Strecken. Muss man einfach mal so zugeben. An sich, die Musik ist halt auch immer dieselbe. Bei jedem Cup. Und es gibt halt nur 6 verschiedene Cups, also nur 6 verschiedene Streckenarten, so gesehen. Wenn man die jetzt mal Arten nennen darf. Nein, das war richtig schlecht eingesetzt. So, komm, die können mich überholen. So, Peach. Natürlich klaust du alle meine Items, du dämliche Kuh. Wetten, dass sie die Segel gleich macht. Kann das Item gerne einsetzen. Natürlich, ey! Und Wario ist da hinter mir. Ist, ja, der wird es auch safe einsetzen. Ja, war klar. Kannst du mir noch nicht erzählen. Ja, überholt mich doch alle einfach. Geil! Dankeschön! Hurensöhne, scheiß Bastardstrecken, Alter. Die sind auch richtig hurensöhnig, Mann. Die behalten ihre scheiß
Dinger, Thundersticks, damit sie direkt auf mich werfen können. Hurensöhne. Auf andere Computer gehen sie gar nicht, nur auf mich. So ein Scheiß-Game. Ohne Witz, Alter. Polnische Mushroom ist voll für den Arsch und den haben wir immer noch nicht gesehen. Weil der einfach nie zum Einsatz kommt. Warum wohl? Aber dass man den Gegner treffen muss. Meine Güte. Das Spiel geht wieder jetzt schon wieder auf den Piss. Und zum Glück, ich hoffe, es ist das letzte Mal dieser scheiß Rainbow Cup. Den hasse ich so sehr, ey. Die Musik ist da geil und so, aber es ist alles sonst für den Arsch. Der Aufbau der Strecken ist einfach nur für den Arsch. Guck, egal wie man fährt, ist es da so ein bestimmter Gegenwind da. Beim Drift. Zumindest bei dieser Strecke hier. Egal wie du fährst, es ist immer was. Kannst du dich mal verpissen, Pac-Man? Bitte verpiss dich. Dich mag ich sowieso schon nicht. Weil du immer so gerne reinlachst. Natürlich hat er das auch noch. Warum nicht? Hat scheinbar jeder hier. Aha. Oh, jetzt haben wir wieder einen gewissen Abstand. Ist doch sehr schön. Und den vermassel ich auch wieder. Ah, ich finde mich toll. Also, dass ich hier nicht perfekt fahren kann. Einfach. Ja, natürlich. Ja, war klar. Endlich. Aber den Poison Mushroom mal einsetzen können. Ja, und auch mal getroffen. So, der hat auf jeden Fall den Virus. Das ist sehr schön, aber ich glaube, die fahren auch immer noch perfekt. Ihr könnt euch mal verpissen, bitte. Könnt einen gewissen Abstand halten. Sehr schön. Gut so. Also beim Rainbow Cup, da fail ich halt echt oft. Wie gesagt, da wird man halt immer voll off vorm Ziel oder so. Kriegt man irgendwelche Items ab. Da kann man auch nichts machen. So, Round 3. Aber wenigstens haben wir die zwei ersten Strecken schon mal hinter uns gebracht. So, Time Bomb Large nehmen wir mal mit. So, wir haben auf jeden Fall jetzt den Ding gesehen. Tox Banana Shot haben wir auch gesehen. Das heißt, ich kann jetzt irgendwas anderes noch mitnehmen. Ja, das hier. Das sind eigentlich so die Standard-Items, die ich immer mitnehme. So, let's go. Auf jeden Fall was, vor was ich auf jeden Fall Schiss habe, ist, wie gesagt, das Challenge-Game. Das ging ziemlich lange. Und das war halt ein Rennen. Und der hatte halt auch wirklich Items. Du musstest halt aufpassen, dass du nicht getroffen wirst von denen. Du hattest ja gar keine Items. Du hattest eigentlich gar keine Chance, so richtig. Auf jeden Fall diese Strecke hier finde ich viel einfacher als die zweite. Ist einfach viel besser zum Driften allgemein und allgemein ist es einfach viel besser.
So, der kann dann noch nicht mal zielen. Das ist sehr schön für mich eigentlich. Aber ich würde gerne, dass er mich trotzdem überholt. Und damit ich das Item an ihn hängen kann. Komm her, überhol mich mal. Nee, fuck. Der kann aber auch nicht zielen. Wir können beide nicht zielen. Ding, ding. Jawohl. So, das Item benutze ich dann kurz vorm Ziel ungefähr. So, dann passt das eigentlich an sich. Strecke ist ja auch an sich gar nicht so schwer zu fahren. Hier kann man nicht so viele Fehler machen. Außer wenn ihr hier ein bisschen zu gierig seid und L die ganze Zeit drückt. Das braucht ihr hier gar nicht. Ihr könnt ja einfach geradeaus fahren. Okay, das ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo man ein bisschen was verkacken kann. So, wir haben einen Jump-Seal gehabt, ne? So, wir haben die Time-Bomb. Brauche ich aber nicht, ich bin trotzdem Erster. Gut, dann haben wir nur noch die vierte Runde. Und die vierte Runde können wir ja an sich clearen, ja? Aber das Challenge-Game müssen wir halt auch danach schaffen, sonst muss ich das ja immer wieder fahren. Deswegen habe ich jetzt erstmal alles schon mal safe, außer Round 4. Außer wenn ich die Challenge schaffe, dann habe ich auch Round 4 sicher. Gut, na dann, let's go. Off-Key-Speaker, was auch immer der kann. Das hier und den Tornado. Das sind einfach die geilsten Items, muss man einfach so sagen. Firecracker Plus, da bin ich mal gespannt. Aber ich denke sowieso, dass da noch irgendwas kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es ist ja nur noch Firecracker Plus übrig. Vielleicht sind es aber auch dann... Vielleicht kann man das ja noch einmal durchspielen, aber das sind dann kurze Strecken oder so. Ich habe keine Ahnung. Würde ich an sich auch feiern, wenn es halt schneller gehen würde. Aber so an sich sind das halt lange Strecken. Aber an sich Reverse... Es ist cool. Also Reverse kann man mal machen. Auf jeden Fall. Da habe ich kein Problem mit. Die ganzen Strecken nochmal rückwärts zu fahren. Das ist ja wenigstens neu. Aber ich... Dann nochmal irgendwie... Nochmal alles das mit nur einer schwierigen... Irgendwas zu fahren. Das wäre halt ein bisschen dumm, ne? Aber vielleicht gibt es auch hier neue Cups oder so. Auf jeden Fall diese Strecke hasse ich auf jeden Fall. Das sage ich euch jetzt schon mal. Die kann man nicht richtig driften. Und ich glaube, das ist auch das, wo man ein Challenge-Game raced, oder? Kann das sein? Oh, die knallen sich mal gegenseitig ab. Das habe ich ja noch nie gesehen. Willst du unbedingt einen harten Macker spielen? Dann mach das mal. So, Pac-Man überhole ich noch. Ist das Pac-Man überhaupt da vorne oder ist das Miss Pac-Man? Das sieht eher für mich nach Pac-Man aus. So, es müssen noch gleich Items kommen. Naja, viel zu spät eingesetzt. Habe ich halt einfach kein Item bekommen. An sich müsste es doch den Dash-Mushroom geben. Yoshi, zielen muss gelernt sein, Bro. Aber bei mir muss es auch driften richtig gelernt sein. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier Erster werde. Eigentlich ziemlich schlecht aus, weil er halt Erster ist. Ja, okay. Das ist schwierig. Aber die Strecke ist auch einfach für den Arsch. Ich mag die Strecke überhaupt nicht.
Sorry, aber die kann ich überhaupt nicht gerne fahren. So einen Off-Key-Speaker haben wir ja schon gesehen, Jungs. Will ich jetzt nicht nochmal zeigen. Kann man sich unsere Standard-Items nehmen. Wobei ich eher noch die Time-Bomb Large nehmen würde. Dann hätte ich wenigstens einen gewissen Abstand. Zum Beispiel, wenn Pac-Man halt erster ist, dann kannst du das auf den schmeißen und das trifft halt auch immer perfekt. Dann haben wir auch ein Item, was perfekt trifft. Das war wirklich schlecht gedriftet. So, du kannst dich mal verpissen. Ihr könnt aber jetzt mal herkommen. Bitte, kommt her. So, der Typ. Er hat ein Item-Seal. Als ob, Mann! Also die Strecke ist einfach für den Arsch zu driften. Ist wirklich für den Arsch. Schon wieder Pac-Man vorne. So, aber wenigstens hat er jetzt die Time-Bomb. Wie werde ich meine Fans hier los? So, den schon mal so. Den schon mal so. Dann ist jetzt nur noch DK neben mir. Ja, und sogar vor mir. Den kriege ich ja so easy los. Ja, du bist ein Arschloch, weißt du das? Aber das Item ist auch OP, muss man einfach mal so sagen, das Snow Cloud. Der Typ ist ja schon wieder vor mir. Was soll ich noch erzählen, dass der jetzt schon wieder da ist? So, komm, Pac-Man, wir haben dich. Ergebe dich. Okay, das haben wir wenigstens schon mal. Gut. Muss ich nur die Challenge schaffen. Oh mein Gott. Challenge Game, let's go. Ja, okay. Das ist an sich dasselbe, glaube ich, ne? Als ob! Der hat mich direkt getroffen, das Arschloch. Hey, was ist denn das bitte? Der legt ja auch Bananen und so. Okay, das wird schwierig, den zu überholen. Aber wenigstens ist das die Unterwasserstrecke, muss man einfach mal so an sich zugeben. Die ist viel besser zu fahren. Benutzt er mehr Items als sonst oder kommt es mir nur so vor? Fuck, der hat mich getroffen. Okay, an sich ist das gar kein Problem, wenn er hinter mir ist.
Ich hab's geschafft! Trotzdem im First Try, das war aber richtig knapp. Oh, Jungs. Sehr schön. Direkt gesaved. Sick Mushroom. So, ich weiß nicht, ob das der letzte Part ist. Ich habe auf jeden Fall meine Meinung schon geäußert. Im sechsten Part, damit ihr Bescheid wisst. Deswegen äußere ich hier gar nichts mehr. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt noch irgendwas kommt. Deswegen lassen wir jetzt die Credits einfach mal laufen. Und ja, ich weiß wie gesagt nicht, ob da jetzt irgendwas noch kommt, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob da jetzt noch was kommt oder ob das dann wirklich das, ob es das dann war mit dem Projekt. Darauf bin ich gespannt, Jungs. So, Special Thanks, Shigeru Miyamoto, Tadashi, okay, alles Nintendo. Weil Namco hat das Spiel ja gemacht. Also wie gesagt, nicht von Nintendo selber, sondern von Namco. Also die Entwickler von Pac-Man, damit du Bescheid wisst. Und deswegen ist auch Pac-Man hier. Und ja, deswegen. The produced by Namco, genau. Die, ja, ist ein registered Trademark of Nintendo, Lizenz bei Nintendo und so weiter. Lizenziert, also Nintendo hat Einverständnis gegeben. You can now play 150cc card, choose Grand Prix Mode. Oh nee. Wir haben eine 50cc GP Clear. Also Freunde, es geht scheinbar doch noch weiter. Okay. Wobei eigentlich, das ist halt einfach nur dieselben Strecken. 150cc. Warte, wir probieren es einfach mal aus, komm. Ich denke, für mich war es das auf jeden Fall, weil wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich das nicht so machen werde, dass ich da alle Strecken nochmal neu fahre. Außer die haben es cool gemacht, aber das ist halt 150cc. Das ist jetzt nicht... Wobei, doch, das ist ja viel schneller. Doch, das fährt sich auch anders alles. Also 50cc war ja richtig für den Arsch. Muss man an der Stelle schon mal sagen. Gut, Freunde, dann machen wir das auf jeden Fall im nächsten Part, dann ist das doch nicht gewesen. 150cc. Ist ja wie gesagt schneller. Und an sich, wir sehen uns im nächsten Part hier. Wenn wir dann mit der Herren, haut rein. Ciao.